Hallo meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Video. Es ist der zweite Videoversuch heute für euch. Heute ist übrigens Samstag, es ist inzwischen 7:15 Uhr abends, also 19:15 Uhr und es geht gleich los mit der Simulation. Aber vorher möchte ich dich nochmal darauf hinweisen, bitte falls du Angst hast, Sorge hast, getriggert zu werden durch dieses Video, dann bitte steig doch aus und spar dir für eine Zeit auf, wo du es gucken magst. Wenn du psychisch stabil bist, wenn du Dinge abfedern kannst, wenn du nicht fürchtest, dass irgendetwas von außen kommt, das dich gleich zu einem psychischen Einbruch bringt und irgendwas aufwühlt in dir, mit dem du dann später nicht fertig wirst. Also wenn deine Resilienz da ist, resiliere heißt abfedern, also wenn man was abfedern kann, wie wenn ein Ball kommt und den fängt man auf, sodass er einen nicht trifft, dann bist du hier richtig in diesem Video. Los geht's. Es geht wieder um eine Simulation, ein Zuschauerwunschvideo. Du hast dir gewünscht, du möchtest sehen, wie es denn zugeht in einer Psychotherapiepraxis, wenn die Therapeutin der Klientin nahelegt, ich mache eben immer Frau zu Frau, habe ich schon erklärt, einige fragen mich, wieso spielst du keinen Mann, keinen männlichen Klienten, mache ich nicht, liegt mir nicht, es ist ohnehin schon genug, dass ich so improvisiere und in die Klientin mich einfühle, aber natürlich gilt das auch für männliche Klienten. Und vielleicht hänge ich mir mal ein Bärtchen um und spiele einen Mann. Mal gucken. Aber jetzt vorerst mal nicht. Also, du hast dir gewünscht, beziehungsweise einige Zuschauer haben sich gewünscht, dass sie eben sehen möchten, wie das ist, wenn man jemanden einweist. Also, wenn sozusagen in der Psychotherapiepraxis das den Rahmen sprengen würde und die Therapeutin dann sagt, bitte gehen Sie in eine Klinik oder wie auch immer. Ich versuche das jetzt zu simulieren. Los geht's. Ja, ich weiß, sie wollen mir helfen. Ich weiß, sie wollen mir helfen. Ich weiß das. Ich weiß schon, dass sie mir helfen wollen. Und es ist auch nett von ihnen, dass sie mir helfen wollen. Und sie haben mir auch geholfen. Sie haben alles getan für mich. Aber andererseits wissen sie, ich habe die Stimmen in meinem Kopf. Und es hat jeder solche Stimmen im Kopf. Und ich brauche auch keine Medikamente mehr zu nehmen. Und ich möchte einfach nur in Ruhe gelassen werden, wissen sie. Ich möchte in Ruhe gelassen werden und ich möchte, es war eine gute Zeit mit Ihnen hier in den Therapiestunden, aber jetzt, ich möchte wirklich in Ruhe gelassen werden jetzt in dieser Stunde. Und ich weiß, Sie haben es nur gut mit mir gemeint. Ich weiß das schon, dass Sie es nur gut mit mir gemeint haben. Aber es ist jetzt etwas Wichtigeres passiert und zwar, ich muss nachdenken, wie ich mit meinen Kindern weiter zusammenleben kann und wie ich das mache, wie ich das gebacken kriege. Und wie ich die Fehler aus meiner Vergangenheit wieder aufarbeiten und auslöschen kann. Und ich habe vieles falsch gemacht und ich habe mich bemüht, aber ich muss mich erstmal mit mir versöhnen und ich muss erst die ganzen Beleidigungen meiner Umgebung, von meinen Eltern, von meinem Mann, von meinen Kindern und auch von ihnen muss ich erstmal verkraften. Petra, ich habe das Gefühl, Sie sind heute in einem sehr, sehr erregten Zustand. Das Gefühl hatte ich auch schon letztes Mal. Und ich habe auch erfahren, dass Sie Ihre Medikamente wieder abgesetzt haben. Wir hatten ursprünglich besprochen, dass Sie sie weiternehmen, bis Sie in Rücksprache mit Ihrem Facharzt dann mal ein bisschen vielleicht reduzieren können. Aber einfach so ganz plötzlich abrupt abzubrechen, die Medikation. Das war keine gute Idee, Petra. Und ich mache mir jetzt große Sorgen um Sie. Ja, es machen sich alle Sorgen um mich. Es machen sich alle um mich Sorgen. Aber ich muss jetzt, ich bin erwachsen. Ich muss auf mich selbst gucken und ich muss auf mich selbst achten und schauen. Und es kann mir keiner helfen. Und alles, was ich will, ist geliebt werden. Alles, was ich will, ist geliebt werden. Und ich habe Sehnsucht nach Anerkennung, nach Wertschätzung und nach geliebt werden. Und Sie können mir das auch nicht geben. Und es war schön mit Ihnen, es war gut mit Ihnen, ich bedanke mich bei Ihnen und ich möchte jetzt gehen, ich möchte das jetzt beenden hier. Petra, ich möchte Sie jetzt wirklich bitten, dass Sie noch bleiben und mir zuhören. Petra, ich habe das Gefühl, ich kann Sie jetzt nicht erreichen und ich habe das Gefühl, dass es jetzt vielleicht gut wäre, zur Überbrückung dieser schwierigen Zeit, dieser Krise, dieser Zeit der Veränderungen, der Sie jetzt gerade offensichtlich sind, diese Zeit der Unruhe, an einem Ort zu verbringen, der
ihnen Möglichkeiten gibt, die ich ihnen in der Praxis oder die ihnen diese meine Praxis und auch zu Hause nicht gegeben werden können, die ihnen ihr Zuhause, wo sie ja jetzt alleine sind, denn ihr Mann ist ja mit den beiden Töchtern ausgezogen, vorübergehend, Petra, weil es so schwierig war, zusammenzuleben. Diese Bedingungen kann ihnen jetzt niemand bieten. Und es ist aber so, so wichtig für sie. Es ist so, so wichtig für sie, runterzukommen von dieser Unruhe. Und sie sagen ganz richtig, sie wollen sich sammeln, sie wollen sich sortieren. Und ich möchte sie jetzt gar nicht fragen, ob sie schwarze, dunkle, düstere, traurige Gedanken haben, weil ich glaube, dass das nur noch vertiefend sein könnte und sie noch weiter in diesen Tunnel hineinstürzen kann. Ich möchte Ihnen was anderes vorschlagen, Petra. Hören Sie mir zu? Petra, sind Sie noch da? Ja, ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Aber es kann mir kein Mensch helfen. Kein Mensch kann mir helfen. Und ich weiß, Sie haben sich bemüht, aber Sie können mir auch nicht helfen. Sie können mir auch nicht helfen. Sie können mir... Ich bin echt sauer. Ich bin sauer auf alle, die mir immer helfen wollen. Alle wollen mir immer helfen, aber es kann mir kein Mensch helfen. Ja, und ich weiß, Sie haben sich bemüht. Ich weiß, Sie haben sich bemüht. Petra, ich würde Ihnen vorschlagen, dass wir jetzt gemeinsam Folgendes machen. Dass wir, so wie Sie vorgeschlagen haben, die Stunde vorerst beenden. Einen anderen Termin ins Auge fassen, wenn es Ihnen dann wieder etwas besser geht. Und ich würde Sie jetzt gerne mit einem Taxi begleiten, dass wir in die Ambulanz des psychiatrischen Krankenhauses fahren, die Sie ja schon kennen. Und Sie waren ja schon ein paar Mal dort. Ich habe Sie noch nie dahin begleitet, aber ich würde Ihnen das jetzt anbieten. Machen wir das? Ich muss nachdenken. Ich muss mein Leben ordnen. Ich kann jetzt nichts entscheiden. Ich kann nicht entscheiden. Und das ist jetzt auch nicht die Frage. Das ist überhaupt nicht die Frage. So, meine Lieben, damit das Video nicht zu lang wird, möchte ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Es gibt Situationen wie diese. Es gibt Situationen, wo zum Beispiel jemand einen psychotischen Schub hat und tatsächlich womöglich präsuizidal, also suizidgefährdet ist. Oder auch gefährdet ist, impulsiv fremdgefährdend zu sein. Nun ist es aber bei dieser Klientin in dieser Simulation so, dass ihre beiden Töchter nicht bei ihr zu Hause sind, weil ja der Mann vorübergehend ausgezogen ist. Also so könnte man sie theoretisch nach Hause entlassen. Aber ich hätte da ein mulmiges, ein ungutes Gefühl, nämlich das Gefühl, dass sie womöglich mit sich selbst nur noch mehr in diese zirkulären Gedanken und in diese wahnhaften Vorstellungen, was alles getan und gedacht und geregelt werden muss, von ihr und nur von ihr hineinschlittern könnte. Und deswegen würde ich weiter auf sie einarbeiten, natürlich wertschätzend und nicht so komprimiert und nicht so insistierend wie jetzt hier in dieser Improvisation, wo ich es nur ein bisschen andeuten kann. Also das ist jetzt nicht eins zu eins ein Abbild einer Therapiesituation, aber ich würde es behutsamer, ich würde es langwieriger aufbereiten und ich würde mir natürlich mehr Zeit, viel mehr Zeit nehmen und geben, diese Klientin dazu zu bewegen, vorübergehend in eine Psychiatrie zu gehen, einfach zu ihrer eigenen Sicherheit. Manchmal ist es einfach besser und in einer Psychotherapiesitzung würde man mit ihr jetzt, so wie sie sich momentan präsentiert, nicht auf einen grünen Zweig kommen können und könnte man auch nicht psychotherapeutisch zusammenarbeiten. Ich bin gespannt, was du zu diesem Video sagst. Bitte sieh es nicht zu kritisch. Wie gesagt, es ist nicht eins zu eins so in einer Sitzung. Ich habe nur versucht, das Thema anzufassen, dieses heiße Eisen. Und ich freue mich über deine Kommentare und weitere Themen, Anregungen für Videos. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Freue mich auf dich.